Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Online-Veranstaltung zur Etablierung der europäischen Route der Leuchttürme. Wie Sie sehen, sitzen wir hier vor einer traumhaften Kulisse in Warnemünde. Wir hatten einen wunderbaren Sonnenaufgang und würden jetzt gleich Herrn Dr. Friedrichsen, den Leiter unserer Landesvertretung in Brüssel, begrüßen. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes ici à Warnemünde devant une coulisse de rêve. Ce matin, déjà, nous avions eu un lever de soleil magnifique, rouge flamboyant. Et maintenant, nous allons inaugurer l'émission avec quelques mots de Bruxelles de Monsieur Lars Friedrichsen, qui est le directeur de la représentation du Mecklenburg-Poméranie-Occidentale à Bruxelles. Guten Morgen, Frau Völzer. Guten Morgen, Frau de Cunac. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Brüssel, aus unserer Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern bei der Europäischen Union. Ich wäre sehr gerne heute bei Ihnen an der Ostseeküste, bei frischem Wind, bei echten Leuchttürmen. Aber es soll nicht sein, in Corona-Tagen müssen wir mit Videokonferenzen und Schaltungen miteinander in Kontakt bleiben. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das Projekt Route der Leuchttürme ist ein Herzensprojekt von mir. Ich bin selber an der Küste groß geworden, im Schatten und im Licht eines Leuchtturms. Dieser gehört zu meinen frühesten Jugenderinnerungen und hat mich begleitet auf den Reisen in den Jahrzehnten danach. Leuchttürme insgesamt. Leuchttürme, so kann man nachlesen, sind nach allgemeiner Definition Turmbauwerke, die als Navigationshilfe für die Schifffahrt ein Leuchtfeuer tragen. Das stimmt. Das sind sie. Auch im Zeitalter der Satellitennavigation sind Leuchttürme für die Schifffahrt von Bedeutung. Das ist aber unvollständig, weil wenn es alles wäre, würden wir heute nicht über eine Route der Leuchttürme reden. Die meisten von uns werden sich den Leuchttürmen von Landseite nähern. Und was ist es also, was uns zu den Leuchttürmen an die Küsten bringt? Darauf gibt es viele Antworten. Jeder und jede von uns hat einzelne persönliche Gründe dafür. Leuchttürme stehen exponiert an der Küste bei guter Aussicht und frischem Wind. Aber jedes einzelne Leuchtturmbauwerk erzählt uns eine Geschichte über die Zeit, aus der es stammt und über die Jahre, die seitdem vergangen sind. Nicht selten stehen heute auf Leuchttürmen aus Kaiserszeiten Handymasten, die uns mit der Zukunft verbinden sollen. Für mich persönlich waren Leuchttürme schon immer Orte des Zusammenkommens. Oft habe ich mich mit Freunden an der Küste an den Leuchttürmen getroffen und den Abend und die Aussicht genossen. Ich hoffe, dass die Route der Leuchttürme uns alle in ähnlicher Art und Weise verbindet. Was auch immer Sie konkret auf die Route der Leuchttürme bringt, ich hoffe, wir treffen uns dort und lernen uns über die Grenzen hinweg kennen. Meine Damen und Herren, die Route der Leuchttürme braucht Geduld. Man wird lange Wege zurücklegen müssen, um sie zu beschreiten. Kaum jemand wird es schaffen, im Laufe eines Lebens alle Leuchttürme zu sehen. Aber es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die Vertretung Mecklenburg-Vorpommerns bei der Europäischen Union Teil dieser schönen Initiative ist. Ich bin mir sicher, in den kommenden Jahrzehnten werden sich viele Menschen auf den Weg machen, die Route der Leuchttürme zu erkunden. Ich hoffe, wir treffen uns dort und ich grüße Sie noch einmal sehr herzlich aus Brüssel und wünsche viel Erfolg. Merci à Bruxelles. Danke nach Brüssel. Ich erinnere nochmal daran, wir sitzen hier am Yachthafen von Warnemünde. Das liegt an der Ostsee. Das sage ich für unsere französischen Freunde. Nous sommes ici dans le port de Yacht à Warnemünde, qui se trouve sur la côte baltique. Wir haben viele Glückwünsche bekommen, ein bisschen aus aller Welt, für die Leuchtturmroute, die wir heute inaugurieren wollen. Ja, es wünscht uns, liebe Silvia, wohl auch der Minister für Inneres und Europa gute Fahrt. Hein? Es scheint doch so, que le ministre, il paraît que le ministre de l'Intérieur et pour l'Europe nous souhaite bon vent. Du hast recht, der Minister für Inneres und Europa, Herr Lorenz Cafier, hat es sich nicht nehmen lassen, uns alles Gute für diese Route zu wünschen. Und ich sehe schon, die Bretagne ist gut vertreten. Frankreich, du bist in den Farben der Franzosen aufgetreten. Es kann nur gut werden. Ganz richtig, blau-weiß-rot. Eigentlich sollte das an einen Leuchtturm erinnern. Ja, liebe Gäste, auch von mir herzliche Grüße zur
Eröffnung der europäischen Leuchtturmroute in der Vertretung in Brüssel von Mecklenburg-Vorpommern. Leuchttürme haben ja die Aufgabe, den Weg zu zeigen und sicher in den Hafen zu kommen. Und insofern ist es, glaube ich, eine gute Idee, dass wir gemeinsam mit der Bretagne in Frankreich eine Route der Leuchttürme entwickeln. Die stehen für die Entwicklung der jeweiligen Region. Die stehen einfach für die positiven Signale. Und insofern wünsche ich viel Freude mit der Tour. Deutschland, Frankreich und jetzt kommt Luxemburg. Der Herr Direktor des Europäischen Institutes für Kulturrouten, Herr Stefano Domignoni, wird uns einen Einblick geben in das Prozedere, um so eine Kulturroute zu installieren. Wir haben inzwischen in Europa 38 Kulturrouten. Mecklenburg-Vorpommern ist an einer beteiligt. Und die Ausführungen von Herrn Stefano werden sicherlich auch andere interessieren, die sich vielleicht auf den Weg machen, eine Route zu installieren oder beziehungsweise die gerne auf dem Wege der Leuchttürme mitmarschieren wollen. Nous avons maintenant aussi quelques mots de Luxembourg. C'est le directeur de la route culturelle du Conseil de l'Europe, Monsieur Domignoni, qui va dire quelques mots. Au fait, il y a 38 routes déjà qui existent. Donc la nôtre sera probablement la 39e. In 1987, the Council of Europe launched the Cultural Routes Program to enhance the richness and the diversity of the European cultures and countries, and to render shared European cultural identities into a tangible reality beyond political and ideological divisions, which at the time divided the European continent for centuries. Currently, there are 38 certified cultural routes of the Council of Europe, crossing all member states of the Council of Europe and beyond. Each cultural route of the Council of Europe is a transnational network which contributes to promoting, enhancing, and discovering the tangible and intangible heritage of those European regions less known and less involved in classic touristic flows, taking into account regional and community differences and local sensitivities which represent the great wealth of our European continent. The Council of Europe was founded in 1949 and is the oldest international European organization with 47 member states covering the whole European continent. It has the purpose to achieve greater unity between its members and to protect and promote the fundamental values, human rights, democracy, and the rule of law. The main pillar of the program of the cultural roots of the Council of Europe are the enlarged Polish Agreement on Cultural Roots of the Council of Europe and the European Institute of Cultural Roots. The European Institute of Cultural Roots is a technical agency that assists the certified and candidate routes with the organization, technical and logistic support for the conception, development and promotion of the cultural roots. And the enlarged Partial Agreement on Cultural Roots is the political body of the Council of Europe established in 2010 by the Committee of Ministers of the Council of Europe to enable closer cooperation between its member states, particularly interested in the cultural roots of the Council of Europe program. Today, 34 member states, or the 47 member states of the Council of Europe, are member of this enlarged partial agreement on cultural roots. The cultural roots of the Council of Europe address various themes from architecture, art, history, religious heritage, landscape, among other themes. Lighthouses across European continents and coastlines have always been symbols of hope and rescue and of European heritage. And up until today, they are a vital safeguard backing up modern digital navigation. They are often beautiful and visible landmarks, reminding travelers of the history and culture of the region they visit. European lighthouses are undoubtedly a relevant aspect of our shared European heritage. In order to be awarded Cultural Route of the Council of Europe certification, the European Route of Lighthouses will have to undergo a certification process aimed at assessing whether it fulfills the certification requirement established in the Committee of Ministers of the Council of Europe by Resolution 2013-67. Applications are open every year in March, and the deadline for submission is 31st of July. Before submitting an application, we invite you to get in contact with our Secretariat of the Enlarged Partial Agreement and the European Institute of Cultural Roots in Luxembourg
in order to discuss the development of your project and future steps. We also invite you to stay informed about our activities and training opportunities for candidate routes at www.coe.int/routes. Thank you very much for your attention. Goodbye. Ja, wesentlich, wie wir das gerade erfahren haben, sind eigentlich die Partner an der Basis, um so eine Leuchtturmroute zu kreieren. In Frankreich konnten wir sofort die Bretagne dafür gewinnen. Wusstest du übrigens, Silvia, dass in der Bretagne der erste Leuchtturm schon im 12. Jahrhundert gebaut wurde, nämlich von Mönchen? Und noch heute gibt es eine Leuchtturmruine und Ruinen von dieser ehemaligen Abtei. Die Geschichte der Leuchttürme ist auch eine Geschichte der Erfindungen. Es ging rasant vorwärts im 19. Jahrhundert. Es ist eine Technikgeschichte. L'histoire des phares, c'est aussi une histoire des inventions culturelles. Et Sylvia, c'est ce que j'avais dit à ma collègue, Sylvia, au fait, il y a eu le premier phare, déjà au 12e siècle, qui a été construit en Bretagne. C'est un phare construit par les moines. Maintenant, nous allons faire connaissance de quelques phares bretons. Jetzt werden wir etwas mehr über bretonische Leuchttürme oder Leuchtfeuer erfahren. Les phares en France représentent une épopée maritime et humaine de plus de 4 siècles. L'invention de la lentille à échelons par Augustin Fresnel au début du 19e siècle révolutionne leur portée lumineuse. Et cette innovation majeure va se répandre dans le monde entier. En 1825, la commission des phares propose une véritable ceinture lumineuse des côtes. Sa mise en œuvre nécessitera près d'un siècle de chantiers hors normes, dont l'histoire et celle de leurs gardiens sont une véritable épopée. Ce sont ainsi 150 grands phares qui ont été mis en service. Nous héritons de ce fabuleux patrimoine, riche de sa diversité et de son glorieux passé. La Société nationale pour le patrimoine des phares et balises le défend depuis 20 ans. Le phare que nous survolons est le phare de Thévenec. Inhabité depuis 1910, est réputé être le seul phare maudit de nos côtes. Son président, Marc Pointude, il a séjourné en solitaire pendant 2 mois et demi, au cours de l'hiver 2016, pour faire connaître le travail que l'association mène en faveur de la sauvegarde des phares en mer. Patrimoine exceptionnel, menacé par les éléments, l'absence de financement et de nombreux freins technocratiques. Leur sauvegarde reste une priorité. Das war aber ein stimmungsvoller Beitrag. Ich bin ganz beeindruckt, Bettina. Frankreich, ja. Sehr stimmungsvoll, vielen Dank. Und was ich auch im Vorfeld der Arbeit gemerkt habe, dass ganz viele Leute ein fast emotionales Verhältnis zu Leuchttürmen haben, dass sie auch im Vorfeld schon, als sie die Einladung erhalten haben, uns geschrieben, uns angerufen haben, wie sehr sie von diesem Projekt fasziniert sind. Und in Deutschland haben wir sofort zu Anfang gleich Herrn Möller, Herrn Klaus Möller, den Vorsitzenden des Leuchtturmvereins Warnemünde, getroffen. Er war sofort begeistert nach dem ersten Anruf schon und wir freuen uns, dass er uns jetzt seinen Leuchtturm vorstellt. Effectivement, Sylvia, nous avons constaté que ces images de la Bretagne nous font vibrer. Avant ou en cours de route, nous avions remarqué également qu'il y avait souvent une relation très émotionnelle avec les phares. C'est la chose, c'est le cas avec Monsieur Müller, qui est l'animateur d'une association des phares ici à Warnemünde. Der Warnemünder Leuchtturm, so wie er hier steht, ist 1898 gebaut worden. Zuvor hat auf diesem Platz ein kleines Feuer gestanden, eine Ziehlaterne mit einer Feuerschale, wo noch offenes Feuer verwendet wurde. Aber durch den Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark wurden Hafenumbauten notwendig und es wurde ein anderer neuer Leuchtturm notwendig, höher, weiter sichtbar. Der Leuchtturm ist, oder das Feuer ist
nachts bei guter Sicht 16 Seemeilen, rund 30 Kilometer zu sehen. Und ja, wie gesagt, 98 in Betrieb genommen im Oktober. Er ist rund 30 Meter hoch. Wie gesagt, man kann bis auf die obere Galerie steigen. Das sind 135 Stufen. Das ist alles machbar. Wir haben auch die untere Galerie. Das sind 75 Stufen. Und ja, der Leuchtturm in Warnemünde ist für mich was ganz Besonderes. Ich komme selbst aus Warnemünde und bin viele Jahre zur See gefahren. Und ein Leuchtturm ist in der Heimat irgendwo und ein Leuchtturm bedeutet Sicherheit und bedeutet, einen sicheren Hafen zu haben. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, solche Leuchttürme zu haben. Und dieser eben ganz speziell in Warnemünde. Unser Leuchtturm beispielsweise ist ein aktives Seezeichen nach wie vor. Und es gibt ja auch solche Situationen, dass beispielsweise die Navigation mit elektronischen Geräten ausfallen könnte. Also brauche ich Landmarken und nachts eben ein Feuer. Es gibt aber auch noch Küstenschifffahrt, die nicht so ausgerüstet sind wie die richtige Berufsschifffahrt, also Fischerei beispielsweise. Oder wenn ich an die Segler denke, an den Tourismus, dann ist es schon ganz gut, wenn man ein solches Seezeichen hat und von Ferne sieht, ja, da ist mein sicherer Hafen. Ja, ich meine, Leuchttürme sind immer lebenswichtig, weil beispielsweise, wenn ich an die französische Küste denke, sie weiträumig zu umfahren, wenn man zum Beispiel aus der Biscaya kommt und in den englischen Kanal will, da muss man schon entsprechend Abstand halten und das ist schon ein wichtiger Leuchtturm. Aber die Leuchttürme sind eigentlich alle wichtig. Der Leuchtturmverein betreibt nicht den Leuchtturm als Leuchtfeuer, sondern betreibt den Leuchtturm als Besuchermagnet. Und wir haben gemeinsam mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt einen Vertrag. Und wir sind nur zuständig für den Bereich Besucherverkehr, also wie gesagt, nicht was das Feuer, das Leuchtfeuer selbst anbetrifft, den Turm selbst anbetrifft. Wir sorgen natürlich auch dafür, er ist technisches Denkmal, dass dieses technische Denkmal entsprechend erhalten bleibt. Und es ist schon ein ungeheurer Aufwand. Wir liegen oder lagen im vergangenen Jahr bei 82.222 Besucher genau. Und wir haben 12 Leuchtturmmänner im Einsatz, die hier Dienst tun im Zweischichtbetrieb tagtäglich während der Saison. Und die sind nicht nur Betreuer unserer Gäste bezüglich des Leuchtturms, sondern sie können eigentlich jede Frage beantworten, die das Umfeld anbetrifft. Also Warnemünde, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern. Und das machen sie und das machen sie sehr gut. Ja, das war doch sehr informativ, was uns der deutsche Partner hier erzählt, hier in Warnemünde. Der französische Partner für die Kreation der europäischen Leuchtturmruhe steht auch schon in den Startlöchern. Er sitzt garantiert auch hinter dem Bildschirm und schaut sich diese Live-Sendung an. Und zwar ist das die Société Nationale des Phares et Balises, die nationale Gesellschaft für Leuchttürme und Seezeichen. Es ist ein sehr enthusiastischer Partner. Wir konnten ihn sofort dafür gewinnen. Ja, dann wollen wir mal hören, was uns der Präsident dieser Vereinigung erzählt, warum sie daran teilnehmen wollen. On va écouter ce que le directeur de la Société Nationale des Phares et Balises nous raconte au sujet de la route européenne des phares et pourquoi cette société-là veut y participer avec enthousiasme et être un partenaire de première heure. Bonjour, je m'appelle Marc Pointude, je suis président de la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises. Nous sommes ici devant le phare du Raoulic, à Audierne, dans le Finistère. Ici, la longitude, c'est 4 degrés 32 minutes ouest. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous sommes précisément sur le 48e parallèle. Alors, la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises a été fondée en 2002. Elle est reconnue d'intérêt général et se préoccupe de l'ensemble de ses patrimoines en France,
elle l'a fait mettre en évidence et surtout réussi à le faire classer. L'association compte à ce jour environ 450 membres, des soutiens divers bien sûr et des mécénats. Nous organisons aussi des expositions, des conférences et aussi beaucoup de voyages de découverte des phares en France et à l'étranger. Nous organisons aussi des raids pour découvrir les phares en pleine mer. Si nous avons choisi de participer à la route européenne des phares, c'est pour deux raisons majeures. La première, c'est que l'ensemble des phares en Europe forme une espèce de ceinture lumineuse sur tout l'ensemble des littoraux. Et la seconde, c'est que tous ces pays mettent, comme tous les autres d'ailleurs dans le monde, la lumière au service des marins sans distinction aucune de nationalité. C'est donc un symbole fort. Ainsi, nous pensons que la route des phares, outre l'intérêt didactique et touristique qu'elle peut présenter, doit permettre de mettre en avant ce lien d'humanisme qui est fort utile pour l'Europe. Das sah doch richtig schön wild romantisch aus, Bettina, muss ich mal sagen. Also, ich weiß nicht, würdest du in so einem Leuchtturm mal wohnen wollen? Kleine Jein. Auszeit? Jein, liebe Silvia, weil in der Regel sind Leuchttürme sehr spartanisch eingerichtet. Es gibt eine Pritsche und vielleicht eine kleine Kommode, keine anständige Küche. Aber, Silvia, es gibt in Frankreich auch einen königlichen Leuchtturm, sehr feudal eingerichtet, mit Marmorbad, mit Holzvertäfelungen und sogar mit einer kleinen Kapelle, wahrscheinlich um zu beten, wenn Not am Mann ist. Das sind so die Einrichtungen, die jetzt mehr oder weniger en vogue werden. Bei uns in Schleswig-Holstein gibt es das in Deutschland, das weiß ich. Es ist ein Hotel-Leuchtturm am Ende. Genau. Ah bon, il y a même un hôtel qui s'appelle Hôtel Phare et qui est décoré comme un phare. Ça, c'est merveilleux. Et c'est pour cela, chère Sylvia, tu m'avais demandé si je voulais habiter un phare. Effectivement, je dirais oui et non. Non, parce que c'est assez spartiate, la décoration. Oui, parce qu'il y a même un phare très royal avec des boiseries et même une chapelle pour prier si jamais il y a nécessité, yeah. Si jamais il y a le feu. Und wer waren die Leuchtturmwärter bei euch in Frankreich? Ja, die Leuchtturmwärter, liebe Silvia, weißt du, im Laufe unserer Entdeckungsreise habe auch ich entdeckt, dass es nicht nur Leuchtturmwärter gab, sondern vor allen Dingen auch viele, viele Leuchtturmwärterinnen. Warum? Ja, in Frankreich, also ich kann jetzt nur stellvertretend für Frankreich reden, weil ich mich dort mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. In Frankreich galten Frauen als zuverlässiger. Sie tranken weniger, sie waren weniger häufig krank. Ja, und vor allen Dingen, der französische Staat fand es großartig, dass die Frauen so engagiert sind und zahlten ihnen daraufhin 40% weniger Gehalt als den Leuchtturmwärtern. Liebe Silvia, das ist eine Geschichte für sich. C'est vraiment une histoire à part en ce qui concerne les gardiennes des feux, des gardiennes des phares, il y en a eu beaucoup au 19e siècle, même jusqu'au 20e siècle. Et pourquoi il y en a eu autant? D'abord, elles buvaient moins que les hommes, elles étaient beaucoup plus fiables, et troisièmement, l'État pouvait leur payer jusqu'à 40% moins de salaire que pour un gardien masculin de feu. Du sagst es, das ist eine Geschichte für sich. Ich weiß nicht, ob in Deutschland auch Leuchtturmwärterinnen am Werk waren. Das wird uns im Laufe der Routenbeschreitung sicherlich noch auffallen. Und es klingt schon jetzt nach einem wunderbaren Forschungsprojekt. Ich weiß, die Universität Rostock ist zum Beispiel auch zugeschaltet heute. Man kann schon mal drüber nachdenken, dass man da praktisch spezielle Analysen macht. Ich muss sagen, wir haben im Vorfeld uns überlegt, die Leuchttürme als technische Bauwerke zu etablieren, eine Route zum Anfahren, zum Anlaufen dieser Leuchttürme zu kreieren. Aber es gibt auch noch eine zweite Dimension und das ist die Dimension der Kultur, der Wissenschaft, des Handels und Wandelns und der Museumslandschaft. Alles Mögliche, welches sozusagen ein Leuchtturm der Region darstellt, in der dieser reale Leuchtturm auch steht. Jetzt haben wir einen wissenschaftlichen Leuchtturm. Und zwar einen ganz besonderen. En établissant la route, nous avons pensé au phare non seulement comme monument architectural, mais aussi comme monument qui engendre toute une histoire autour
dont une histoire scientifique. Et nous allons en voir une histoire scientifique autour de la mer. Jetzt kommen wir zu Herrn Mirsch, Lars Mirsch, der technische Leiter der Robbenstation hier in Warnemünde, die zur Universität Rostock gehört. Er wird uns seine tierischen Kollegen vorstellen und wir werden sicherlich Freude daran haben, weil diese Einrichtung auch öffentlich zugänglich ist. Viel Spaß mit Herrn Mirsch. Nous allons donc voir une histoire maritime, c'est celle des phoques, et je vous souhaite beaucoup de plaisir en regardant nos voisins, nos amis, les animaux, les phoques. Also wir sind international eingebunden durch eben viele Kooperationspartner in vielen Ländern, also bis zu 10 Ländern von USA über Schweiz, Österreich in Richtung Polen, England sind alle vertreten. Und was wir gelernt haben, ist, dass die Menschen, wenn sie unsere Arbeit sehen, immer sehr interessiert daran sind, was wir da tun. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass wir mit netten Tieren zusammenarbeiten, ja, die man sich gerne anguckt. Und wir haben dann die Chance wahrgenommen, quasi die Forschung der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und auch die Leute zu sensibilisieren dafür, dass Forschung notwendig ist und natürlich eine Akzeptanz für Forschung, aber auch insbesondere für Grundlagenforschung zu schaffen auf diesem Wege. Wir haben 12 Robben, davon sind 9 Seehunde, die zu den Hundsrobben gehören. Und dann haben wir noch 3 Ohrenrobben, 2 kalifornische Seelöwen und einen südafrikanischen Seebären, die natürlicherweise hier in der Ostsee natürlich nicht vorkommen, aber die aus zoologischen Gärten zu uns kamen und jetzt hier vergesellschaftet sind. Wir versuchen in Verhaltensversuchen rauszukriegen, wie die Tiere sich auf und im offenen Meer zurechtfinden, welche Informationen sie verarbeiten können, wie sie die verarbeiten und wie sie dann ihre Aufgaben des täglichen Lebens, sage ich mal, also Paarungsgründe finden, Nahrungsgründe finden, meistern. Ja, also das prominenteste Beispiel sind tatsächlich die Barthaare, die sogenannten Vibrissen, weil man über die Arbeit an den Vibrissen zeigen konnte, dass es einen Informationskanal gibt im Ozean oder im Meer, den die Tiere nutzen, der uns Menschen im Grunde verschlossen ist, weil wir dafür kein Sinnesorgan haben. Und das ist die sogenannte Hydrodynamik. Die können also mit ihren Barthaaren hydrodynamische Informationen lesen, hydrodynamische Spuren von Fischen zum Beispiel wahrnehmen und lesen und dann zum Beispiel den Fisch verfolgen, um ihn zu fressen. Also ganz klar eine Jagdstrategie. Oder eben sich vielleicht auch orientieren an irgendwelchen Schichtsystemen, an Unterwasserströmungen und so weiter und sich dann zurechtfinden damit. Ja, das Meer rund um die Leuchttürme ist also auch eine tierische Geschichte. Aber es ist gleichzeitig auch die Geschichte des Handels und der Eroberung. Wir werden jetzt im folgenden Beispiel eine Handelsgeschichte erfahren. Und zwar geht es um die Hanseroute, die in Quintin, in der bretonischen Stadt Quintin, auf eine gewisse Art eine Rolle spielte, weil vom Baltikum bis nach Quintin und danach weiter bis nach Südamerika wurde der Flachs zu Leinen verarbeitet. Und Quintin ist eine Leineweberstadt, die durch den Leinen richtig reich geworden ist. Und das werden wir jetzt im folgenden Beitrag sehen. On va voir que Quintin, une ville bretonne, est devenue très riche grâce au commerce du lin. C'est une histoire de la Baltique jusqu'en Amérique du Sud. Le travail du lin à Quintin est un patrimoine majeur mais peu visible. L'objectif de la fabrique Atelier du Lin est de revaloriser ces savoir-faire qui ont fait de notre petite cité un carrefour commercial international du XVIIe au XIXe siècle. À travers des visites et des ateliers, nous faisons voyager notre public dans le temps et l'espace. À partir de notre lin qui a fait son rouissage, nous présentons les différents outils qui, pour certains, ont plus de 200 ans. Les grès noirs, la braie pour le taillage, le pesselage, le filage et enfin le tissage sur un véritable métier à tisser du XIXe siècle.
Quintin a compté entre 600 et 700 tisserands lors de la grande période du marché toilier. Mais au XIXe siècle, pour des raisons économiques, politiques et même de tradition, les marchands toiliers n'ont pas su répondre aux nouvelles demandes de ce marché et peu à peu, les tisserands ont disparu. Aujourd'hui, notre petit musée tente donc de redonner vie à une aventure commerciale de près de 300 ans, aventure qui démarrait sous forme de graines dans les pays baltes et qui terminait en chemise finement tissée du côté de l'Amérique latine. So, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Leuchtturm. Die Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern werden diesen Leuchtturm kennen. Es ist der Hiddensee-Leuchtturm, der jeden Abend im Fernsehen erscheint. Und die Insel Hiddensee spielt schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eine große Rolle im übertragenen Sinne auch für Leuchtturmgestalten, die dort residierten, die sich dort erholen wollten, die dort gearbeitet haben. Hast du gewusst, Bettina, dass die Insel Hiddensee zeitweise 2 bis 3 Könige hatte? Nein. Meinst du etwa eitle Literaten? So kann man es sagen. Wir hatten zeitweise 3 Nobelpreisträger für Literatur auf der Insel. Gut, der eine aus der Neuzeit, Günter Grass, war dort als Autor und als Autor, der gelesen hat. Aber gehen wir noch ein bisschen zurück in die Zeit. Da gab es den Gerd Hauptmann, der hat sich ein wunderschönes Haus dort gekauft, umbauen lassen. Das ist das Gerd Hauptmann Literaturhaus, auch heute noch öffentlich zugänglich. Zu seiner Zeit waren Größen der Literatur, der Philosophie, der Medizin, alle waren sie da. Und Thomas Mann kam auch auf die Insel. Ach was. Ja, was soll ich dir sagen? Auch er wollte so ein schönes Haus haben, natürlich. Und es gab das, was es geben musste, ein Gerangel zwischen 2 Königen, zwischen 2 literarischen Königen. Und Katja Mann, die Frau von Thomas, hat es am Ende beendet und hat gesagt, Thomas, diese Insel kann nur einen König haben, lass uns gehen. Sie gingen auf die Kurische Nährung nach Nitten und haben dort ihr wunderbares Sommerhaus gehabt. Ah bon, tout ça? Donc il y a eu 3 prix Nobel sur l'île de Hiddensee, où il y a eu des phares, un phare très très connu, parce que tous les soirs, il passe dans une émission ici au nord de la mer Baltique. Et comme littéraire, il y a eu Gerhard Hauptmann au 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Il y a eu aussi le célèbre écrivain Thomas Mann. Et bien sûr, comme les deux, ils ont eu des prix Nobel. Il y a inclus aussi un 3e, Günter Grass. Donc, il y a eu 3 prix Nobel. Mais déjà, 2 suffisaient pour se battre les uns les autres. Et donc, comme il n'y a jamais 2 rois dans un même pays, il a fallu que Thomas Mann plie bagage et que Gerhard Hauptmann reste le seul roi écrivain, le seul phare littéraire sur l'île, Sylvia. Ja, lassen Sie uns jetzt in das Haus gehen. Frau Franziska Plötz ist die Leiterin des Gerhard Hauptmann Hauses auf Hiddensee und wird uns einen wunderbaren Einblick geben in die Umgebung des Schaffens von Gerhard Hauptmann. Bitte beachten Sie, die Nobelpreismedaille ist im Original dort zu sehen. Es gibt 2, die große und die kleine to go. Ah bon, nous allons voir donc maintenant la maison littéraire de Gerhard Hauptmann. Veuillez bien prêtez attention aux 2 médailles du prix littéraire Nobel, hein, parce qu'elles sont authentiques. Wir sitzen im Gerhard Hauptmann Haus, jetzt gerade genau gesagt im Arbeitszimmer von Hauptmann, der hier seinen Sommersitz hatte auf der Insel. Hauptmann ist als junger Mann das erste Mal nach Hiddensee gekommen, 1885, hatte also eine sehr lange, man kann fast sagen Liebesgeschichte mit der Insel Hiddensee und hat sich dann schließlich 1930 ein eigenes Haus gekauft und dieses Haus erweitert um einen Anbau, der vor allen Dingen das große Arbeitszimmer umfasst, in dem wir uns gerade befinden. In dem Haus ist ein Großteil des Alterswerkes von Hauptmann entstanden, zum Beispiel das Stück Vor Sonnenuntergang in Analogie zu Vor Sonnenaufgang, seinem Stück, mit dem er berühmt geworden ist in ganz jungen Jahren. Er war, als er hier ein- und ausging, ein höchst anerkannter, berühmter Dichter, geehrt mit dem Nobelpreis für Literatur 1912. Und wenn man sich das aber anguckt, wie immens populär Hauptmann gewesen ist in der Zeit, dann muss man einige Jahre zurückgehen, nämlich ins ausgehende 19. Jahrhundert, in die Zeit, in der Hauptmann berühmt geworden ist. Es ist die Zeit gewesen, wo er
Mitte 20 bis Ende 20 war. In den Jahren lag seine große künstlerische Sprengkraft. Er ist derjenige gewesen, der die moderne Strömung der Zeit aus Europa in Deutschland am nachhaltigsten verankert hat, der auf den Spuren der Naturalisten gewandert ist, der als ganz junger Mann an Solar orientiert war. Das hat sich dann etwas verwachsen, aber damit ist er gestartet. Und der in Berlin als das Enfant terrible der Theaterszene gegolten hat. Hauptmann arrivierte dann sehr, er wurde an allen großen und kleinen Häusern gespielt, ist einer der Autoren gewesen, die von ihrem Schreiben, ihrer Arbeit, ihren Stücken sehr gut leben konnte. Auch das muss man dazu sagen, ohne das Geld wäre das Haus nicht da. Und wir haben das Glück, dass dieses Sommerhaus eben komplett im Originalzustand erhalten geblieben ist. Ein sogenannter In-Situ-Nachlass, das heißt ein Nachlass, der komplett an der Stelle noch steht und vorhanden ist, an der er sozusagen zusammengesammelt wurde. Also wenn wir uns umsehen, die Bücher, die stehen eben immer noch da, wo sie waren. Das Haus ist seit 1994 eine Stiftung, also der Träger ist eine bürgerliche Stiftung. Wir sind eine sehr kleine Stiftung ohne ein großes Kapital im Hintergrund. Das heißt, wir müssen sehr viel Prozent des Haushaltes selbst erwirtschaften. Das hält jung. Wir müssen sehr arbeiten. Wir brauchen viele Gäste und dürfen uns sozusagen auf den Lorbeeren Hauptmanns, sowohl auf den Lorbeeren Hauptmanns als auch auf unseren eigenen nicht ausruhen, sind aber in der guten Situation, dass das durchaus funktioniert, was wiederum auch mit der besonderen Insel zu tun hat, auf der wir leben. Eine Insel, die seit sie für den Fremdenverkehr erschlossen wurde, immer autofrei gewesen ist und geblieben ist, was natürlich eine sehr besondere Klientel anzieht und eben auch eine Klientel generiert, die sich gerne Literaturhäuser anguckt und in unserer, also der von uns betriebenen Buchhandlung auch erfreulicherweise sehr viele Bücher kauft. Die Tradition des Hauses gibt natürlich die Literatur vor. Das ist ganz klar. Hier wurde geschrieben und es wird heute hier vor allem gelesen. Hauptmann hat Gäste um sich geschart. Er hatte Kollegen hier zu Gast, beziehungsweise andere Prominente der Insel. Wir wissen zum Beispiel, dass Asta Nielsen, die große Stummfilm-Diva, hier bei ihm am Abendtisch saß. Sie erzählt, dass es also Obst in großen Schalen gereicht wurde und der Wein in den Gläsern perlte. Wir wissen, dass Hauptmann überhaupt gerne seinen Lieblingswein ausgeschenkt hat. Er ließ sich hier aus dem Badischen beliefern. Es waren also große Lieferwege, aber von ihm eben ein sehr bevorzugter Wein. Das setzt natürlich Maßstäbe. Ich möchte nicht sagen Maßstäbe beim Weinkonsum, aber natürlich Maßstäbe, was die Literatur angeht. Das Haus hat seit den 1980er Jahren eine ausgesprochen renommierte Lesungsreihe. Wir haben hier mit auch späteren Nobelpreisträgern zu tun gehabt. Wir hatten sehr große Gäste. Wir hatten zum Beispiel Günter Grass hier, der in den 90er Jahren sein Weites Feld hier im Haus eingelesen hat, über 14 Tage. Wir haben jetzt aktuell die, also wirklich auch das Who is Who der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur in verschiedenen Stilistiken, in verschiedenen Richtungen und haben prinzipiell von Mai bis Oktober einmal pro Woche eine Veranstaltung. In allererster Linie Lesungen und Gespräche, Gesprächsabende und Kammerkonzerte. Hinter mir steht unser Flügel, wir haben Liederabende, Klavierabende. Das sind die Formate, mit denen wir arbeiten und was unsere Autoren angeht, gehört dazu, dass alle die, die bei uns lesen, eine Woche in unserem sogenannten Künstlerhaus zu Gast sind, was dann natürlich auch eine wirklich starke Verbindung zu den Autoren herstellt. Man kann wirklich gut sagen, wer einmal da gewesen ist, kommt sehr gerne wieder. Zum Beispiel morgen wird Rüdiger Safranski über Hölderlin sprechen. Das ist das dritte Mal, dass er hier ist. Das sind so Traditionen, mit denen wir arbeiten. Ich arbeite sehr gerne in dem Haus, weil sich hier die Literatur mit dem Objekt verbindet. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Denn wenn wir die Objekte nicht pflegen, dann verfällt das, woran sich die Erinnerung kristalliert. Und dann verfällt einfach das kulturelle Erbe, weil die Dinge aus dem kulturellen Gedächtnis verschwinden. Und ich arbeite hier sehr gerne. Ich habe
Zeit meines Lebens sehr, sehr viel gelesen. Ich habe Literatur und Theaterwissenschaft studiert und genieße hier an der Arbeit aber sehr, dass man eben auch nicht den ganzen Tag in der Bibliothek sitzt. Wir bereiten jetzt gerade die Sanierung des Hauses vor. Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich mit unserem Architekten über den Boden krieche oder durch den Keller, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil das eben diese Arbeitsbereiche des Lebens ganz anders ausschöpft und man diese Literatur auch immer dann sozusagen an den Gegebenheiten wieder verankern muss und sich die Frage stellen muss, ja, woraus ist es entstanden? Also woraus sind die Gedanken gerade von Hauptmann hier auf Hiddensee gekommen? Wo guckt man, in welche Landschaft guckt man und welchen Raum hat er dem Ganzen gegeben? Und wir merken natürlich auch, was mit den Gästen passiert, wenn sie einen Raum betreten. Also wenn sie gerade in Zeiten, wo sehr, sehr viel virtuell passiert, was dann aber eben anders ist, wenn sie in einen großen Raum kommen, der eine andere Akustik hat, der anders riecht, wo sie mit den haptischen Dingen konfrontiert sind. Und das finde ich irrsinnig wichtig. Das war ja ein wunderbarer Leuchtturmbericht über die Literatur. Literatur ist ein großes Leuchtzeichen. Auch wir bieten Literatur, vielleicht nicht Nobelpreisverdächtig, aber immerhin. Es geht nämlich um Leuchttürme. Zum Beispiel haben wir ein Buch über die Leuchttürme im Baltikum, an der Ostsee, hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir sitzen und wo unsere Sendung läuft. Wir haben natürlich auch französische Literatur über Leuchttürme, zum Beispiel über die Architektur oder zum Beispiel über Leuchtturmwärter oder aber auch ganz einfach, wie Leuchttürme funktionieren. Aber das ist nur ein Auszug der Literatur, weil Silvia, wir haben ja noch was Besonderes. Genau, wir haben selber auch ein kleines Büchlein zusammengestellt über Leuchttürme, über reale und über künstlerisch-wirtschaftliche und virtuelle sozusagen. Es hat einen wunderbaren Titel, Bettina, der dir besonders gefällt. Ja, Windstärke 10, Nomen est Omen. Der Titel entstand aus einer besonderen Sitzung heraus. Und Windstärke 10 ist ja eine Windstärke, die kurz vor dem Orkan steht. Ich muss sagen, wir hatten zwischendurch schon mal stürmische Zeiten hinter uns. Aber wie unser Büroleiter in Brüssel sagt, es gibt vielleicht auch noch stürmische Zeiten, die vor uns liegen, weil die Kreation einer europäischen Leuchtturmroute erfordert Ausdauer. Et pour revenir un peu pour expliquer pour nos amis français, nous avons bien sûr de la littérature, comme là dans le film où on parlait de la littérature de Gerhard Hauptmann. Ici, nous avons une littérature sur les phares en mer Baltique, mais nous en avons aussi sur l'histoire des phares. Nous en avons un peu sur les gardiens des phares et on parle aussi architecture. Et bien sûr, nous avons aussi notre propre livre qui vient de sortir. Et au titre parlant Vent Force 10, c'était un titre qui annonçait une tempête. Nous avons eu des temps de tempête. Il y en aura lors de la création des phares. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais abandonner pour arriver à bon port. Das Wichtigste, Sylvia, ist doch, wenn Windstärke 10 herrscht, nie aufgeben, sondern einfach weiterfahren. Genau. Und dieses wunderbare Bild, was wir hier auf dem Cover sehen, das kann man sich anschauen im Staatlichen Museum Schwerin. Es gehört auch zu einem Leuchtturmprojekt, die Schenkung Christoph Müller, die damals vor ein paar Jahren in das Museum gelangt ist. Viele Millionen wert. La couverture de ce fascicule vient d'une marinière qui se trouve au musée de Schwerin. C'était un cadeau d'un marin, d'un collectionneur qui collectionnait surtout les marines hollandaises. Und was haben wir hier? Ein Schiff. Und hier steht sie, die Schiffsglocke. Und da wollen wir jetzt die wunderbare Leuchtturmroute, die europäische Leuchtturmroute, einleuchten. Voilà, nous avons inauguré au son de la clochette la route européenne des phares. Bon vent. Merci. Gute Fahrt. Merci.